Jo Leute, was geht ab? Terweiser am Start für euch. Willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um... Digga, warum geht mein Arm jetzt auf? Heute geht es um dieses gute Schätzchen. Viele von euch wissen es bereits. Die KTM soll eigentlich verkauft werden. Ich bin mir noch nicht zu 100% sicher, ob das jetzt stattfinden soll oder ob ich sie einfach nochmal umbauen soll. Also neues Dekor, andere Felgenfarbe, anderen, ja, auch ein anderer Fender vorne. Das heißt, einmal komplett aufgebaut und diesmal habe ich auch richtig Lust auf ganz viele KTM Powerparts, um sie wirklich richtig individuell zu gestalten. Muss ich auf jeden Fall mal gucken. Da schwanke ich so ein bisschen. Also ich könnte mir richtig gut vorstellen, die 2020er KTM EXC 450 oder die 500 in meine Familie aufzunehmen. Oder ich habe auch richtig Bock auf eine Husqvarna. Aber jetzt kommt's, Leute. Es könnte vielleicht auch sein, dass ich mir eine SWM oder eine Gas-Gas zulege wieder. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die Idee vielleicht findet. Die Gas-Gas vielleicht sogar auch im Enduro-Bereich als Zweitakt wieder. Muss ich mal gucken, wie das alles läuft. Was in der Zukunft auf mich zukommt. Ich finde KTM persönlich ziemlich, ziemlich geil. Ich fahre sie auch absolut gerne. Schau. Ja. Filmst du hier drauf? Nee. Das ist nicht mein Gesicht. Du kannst jetzt reden. Okay. Wo war ich stehen geblieben? Wollte nochmal sagen, zum Verkaufen. Ja, du warst hier bei deiner KTM. Also ich bin mir... ich bin mir auf jeden Fall noch nicht so ganz sicher, was kommt. Auf jeden Fall, ich finde, wir sollten das gute Stück einfach mal rausschieben. Hier kannst du nochmal herkommen. Also, zu den Enduro-Reifen, da kommen auf jeden Fall zwei neue Enduro-Reifen vorne und hinten drauf. Die sind beide nämlich abgefahren, was man hier sehen kann. Abgefahren. Und dann, Freunde, würde ich auch gerne nochmal wieder eine Runde Enduro fahren. Okay, das stellen wir hier mal beiseite. Hinten auch todesabgefahren. Guckt euch das mal an, weil ich damit auf der Straße rumgebrabt bin eine Zeit lang. Was ich auch ganz geil finde, wie findest du das? Guck mal, wenn das hier orange ist. Geiler. Sieht eigentlich ganz geil aus, das Schwarz bei mir jetzt, ne? Können wir uns gleich mal angucken. Wir schieben den Schuppen mal raus hier. Ah, das ist eine schöne Maschine da. Das ist doch das, was wir sehen wollen. Ja. Huff Bike. Das ist Quality und dann so ein Ranz dahin. Komm mal her. Und zwar, guckt euch mal meinen Hinterreifen an. Aber jetzt kann man es nicht sehen. Guck, jetzt sieht aus wie neu. Auf jeden Fall, ist es so, der Hinterreifen ist auch komplett weggebrabt. Da werden wir auf jeden Fall noch ein cooles Video zu machen. Ja, ist jetzt gut. Film da nicht so lange drauf. Guck mich wieder an. Hast du jetzt Probleme, oder? Guck mich an. Genau, schreibt mal in die Kommentare, was so eure Meinung dazu ist. Ob ihr Bock habt, mich weiter auf meiner KTM zu sehen. Ob ihr Bock habt, mich auf einer neuen KTM zu sehen. Oh, ich film nicht mehr. Oder vielleicht... Halt doch einfach deinen Schnauz. Oder vielleicht sogar auf einem anderen Bike. Gas-Gas, SWM und Co. sind auch bei mir... ja, finde ich interessant. Könnte man auf jeden Fall mal gucken. Boah, Digga, ist das eklig. Das ist voll sick. Wir wollen auch gar nicht jetzt von mir ein Video machen. Warum nicht? Weil ich scheiße aussehe. Ist doch egal, siehst du immer scheiße aus. Ja. Möchtest du noch was dazu sagen? Welche Farbkombination könntest du dir bei dem guten Schätzchen hier vorstellen? Ich finde tatsächlich rot, weiß, schwarz schon ganz geil, aber ich würde blau, glaube ich, weglassen. Blau weg bei der KTM XC. Ja. Frankreich Edition, die eine blaue Sitzbank hat. Der kann man da nicht eine schwarze ranbauen? Könnte man, weißt du, was die kosten? Ja. Moneten. Rich. Würde ich machen tatsächlich. Ja? Finde ich ganz geil. Ich muss sagen, es ist halt auch so ein bisschen Standard, ne? Möchtest du mich angucken, wenn du unten redest? Ist das schon wieder abgekauft? ja. Und was vielleicht auch gar nicht so schlecht ist, mal einen zweiten Spiegel und neue Reifen. Neue Reifen? Meinst du das? Guck mal, ich habe gerade neue. Ja? Also ich bin Vorbild. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Und ansonsten, selbst das Nummernschild, das hat einen guten Winkel. Oder?
Ja. Hier, eigentlich hat das einen kleinen Knick. Ja. Cool, jetzt mal wechseln. Also ich weiß nicht. Also ich hab mich so ein bisschen in das Stück hier verliebt, muss ich sagen. Also ich finde sie richtig, richtig geil. Ich finde auch das Dekor hier so mit dem Chrom und so. Ich finde, mag es richtig gerne leiden. Ich habe aber Bock auf sowas, ein bisschen was Graues. Also so ein bisschen Grau. Nein, da muss Farbe rein. Also Grau ist geil, aber dann mit roten Akzenten oder so. Ja, ein bisschen Rot, so Weinrot, aber richtig viel Grau. Ich finde, das sieht eigentlich mega geil aus. Ja, das kann ich mir auch vorstellen, aber die Sitzbank, die muss schwarz. Die hättest du sowieso schwarz gemacht. Ja, die Sitzbank kommt neu, ja. Also ja, wenn, dann red doch nicht so oder schlau. Oder die geht halt weg und dann kommt halt ein ganz neues Motto. Nein, würde ich nicht machen. Ich finde die schon ganz geil. Ja? Ja. Aber die 2020er ist halt auch schon geil. Du behältst die. Sicher? Er behält die. Na, bin ich mir nicht sicher. Und was für wenn? Schreibt's in die Kommentare, Leute. Genau, und an den Felgen will ich auch auf jeden Fall noch was machen. Die sind jetzt ja hammerschlicht schwarz, einfach nur. Keine Ahnung, was kommt. Ob ich die komplett, was würdest du sagen, so komplett folieren oder Pulver beschichten lassen? Was geil ist, wenn du die grau machst und so rote Akzente ja, mit drin hast und dann die Felgen auch so einzelne rot machst. Weißt du, es gibt das doch, dass die hier so rot, dann wieder schwarz, rot, schwarz. Oder rot-grau. Ja, das geht, aber ich meine jetzt so die ganze Felge erstmal hier. Ja, das würde ich dann auch weinrot machen. So richtig geil rot, oder? Ja, das und dann so richtig leuchtend. Ja. Und dann mit dem Grau passt es auch voll gut zusammen. Das wäre schon cool. Und dann hast du zwei Farben und was ist hiermit? Bleibt das so orange alles? Ja, muss ja. Das ist ja ranzig. Dann würde ich ja wieder andere Farben nehmen. Das hast ja weinrot mit orange, das beißt sich ja, oder nicht? Na. Na. Würde ich jetzt aber schon behaupten. Okay, dann kriegst du wieder die Kamera. Genau, da bin ich auf jeden Fall auf. Da bin ich auf jeden Fall auf eure Hilfe angewiesen, was ihr mir empfehlen würdet, was ich machen soll. Und eine Frage noch am Rande, die ich habe. Ich lade hier jetzt so Videos hoch, wie ich lustig bin. Also mal kommt 5 Tage kein Video, mal kommt halt jeden Tag ein Video, mal. Na okay, jeden Tag, das ist eine Lüge. Also wie gesagt, so wie ich Bock habe halt, finde ich eigentlich, hör mal auf damit, das fuckt doch die Leute nur ab. Das ist doch der Sinn der Sache. Also wie ich lustig bin, einfach wie ich lustig bin, so alle paar Tage, dass die Videos halt auch so ein bisschen mit Liebe und Spaß gedreht werden, dass ich die Lust nicht dran verliere. Oder ihr sagt halt so, ja Junge, alle 2 Tage oder daily wäre halt schon geil. Wir wissen alle, du machst sowieso das, was du willst. Ja, das stimmt. Na, ein bisschen ist mir schon wichtig. Ein bisschen interessiere ich mich tatsächlich schon dafür. Aber tatsächlich mache ich auch nicht in erster Linie das, was ich möchte. Das Video ist ja richtig stumpf hier schon wieder. Das ist richtig geil. Aber wen juckt's, Leute? Wen juckt's? Ich brauche eure Hilfe. Schreibt's mir. Instagram, Brieftaube oder YouTube. Und dann geht's los. Hau rein, Leute. Macht's gut. Freund.